ich habe euch ja wie jedes Jahr wieder ein Geschenkevideo versprochen und zwar auch wieder mit nachhaltigen Verpackungsideen. Leider haben ja dieses Jahr die meisten Geschäfte jetzt vor Weihnachten geschlossen, aber Lebensmittel kann man ja nach wie vor kaufen. Deswegen dachte ich, ich mache mal ein Video mit essbaren und vor allem veganen Rezeptideen für Geschenkinspirationen. Da haben wir einmal eine cremige Spekulatius-Creme, außerdem eine Gemüsepaste zum Kochen, dann ummantelte Schokomandeln, verschiedene Öle mit Kräutern und Gewürzen drin, gefüllte Pralinen und auch selbstgemachte vegane Gummiherzen in diesem Fall. Das sind alles Last-Minute-Ideen, also wirklich super einfach und schnell und noch in der letzten Minute machbar und vor allem auch ein schönes Extra, wenn ihr das Hauptgeschenk vielleicht schon parat habt. Fangen wir an mit der Dreamy Creamy Spekulatius Creme. Ich finde, die passt jetzt auch ganz wunderbar in die Weihnachtszeit und selbstgemacht schmeckt ja meistens echt am besten. Hierfür gebt ihr Spekulatius Kekse in eine Küchenmaschine zum Zerkleinern. Alternativ könnt ihr diese auch irgendwie in einen Beutel geben und dann mit einem Nudelholz oder ähnlichem draufhauen, bis halt feine Brösel entstehen. Dann könnt ihr schon mal Margarine in einem Topf erhitzen und dann kommt da noch Zimt mit hinzu, genauso wie etwas Salz. Und dann gebt ihr noch Puderzucker mit rein und außerdem etwas pflanzliche Sahne. Ich habe hier Sojasahne benutzt. Und das könnt ihr dann einmal alles zusammen durchrühren. Als nächstes kommen dann die Keksbrösel mit rein. Das rührt ihr alles schön durch, bis halt so eine cremige Konsistenz entsteht. Und zum Aufbewahren habe ich hier wiederverwendete Gläser genommen. Da könnt ihr einfach das Etikett abmachen und diese einmal auswaschen und dann halt die Creme da reinfüllen. Diese würde ich am besten nach jeder Schicht mit dem Löffel so ein bisschen runterdrücken, damit halt keine großen Luftbläschen entstehen. Ja, und ist das Ganze auch schon fertig. Zum Beispiel zum Frühstück aufs Brot oder auch mit Apfel zum Dippen. Und wie gesagt, zeige ich euch nachher noch, wie ihr diese auch zum Verschenken schön nachhaltig dekorieren könnt. Den Tipp für das nächste Rezept habe ich von meiner lieben Freundin Regina von Blooming Life. Und zwar ist das eine Gemüsepaste zum Kochen. Und da sind halt super wenige Zutaten drin, hauptsächlich halt Gemüse. Und dann kommt da noch Salz mit hinzu zum Konservieren. Und dadurch kann man sich halt die gekaufte Gemüsebrühe sparen, wo halt meistens sowieso irgendwie Zutaten drin sind, die jetzt nicht so super sind. Hierfür eignet sich zum Beispiel wunderbar das Gemüse von einem Suppengrün. Da habe ich jetzt hier einmal Karotten genommen und außerdem auch Lauch. Und dann habe ich so eine große Sellerieknolle gekauft. Und das Ganze könnt ihr dann einmal abwaschen und klein schneiden oder halt, wenn nötig, auch schälen. Zum Raspeln benötigt ihr wieder eine Küchenmaschine, wenn es schnell gehen soll oder halt auch eine normale Raspel für ein bisschen Muskeltraining. Ich habe hier so einen relativ feinen Raspelaufsatz genommen, dann wird das halt alles richtig schön fein zerkleinert. Und das Ganze kann danach dann schon mal in eine Schüssel und da kommt dann einmal das Salz hinzu. Das macht es halt bis zu 3 Monate haltbar. Und außerdem habe ich noch etwas Zitronensaft dazu gegeben. Und wenn ihr das Gemüse alternativ halt nur ganz klein und fein hackt mit einem Messer, dann könnt ihr zum Beispiel auch noch einen Pürierstab nehmen, wenn da noch zu große Stücke drin sind, das Ganze einmal durchmixen, damit es halt auch eine feine, cremige Konsistenz bekommt. Zum Aufbewahren braucht ihr einmal luftdichte Gläser. Da könnt ihr dann die Masse einmal hineinfüllen und das Ganze dann im Kühlschrank aufbewahren. Letztes Jahr habe ich mit euch ja gebrannte Mandeln gemacht. Das Video kann ich euch gerne mal in der Infobox verlinken. Und dieses Mal gibt es Schokomandeln in 2 Variationen. Ich glaube, da freut sich bestimmt auch jeder drüber. Dafür wird die Schokolade erstmal geschmolzen. Zum Beispiel in einem Topf, auf einem Herd, auf der niedrigsten Stufe oder auch über einem heißen Wasserbad. Und danach könnt ihr diese über Mandeln geben und das Ganze einmal durchmischen, bis alle davon bedeckt sind. Dann könnt ihr schon mal Kakaopulver in eine Dose geben. Ich habe hier den Chocolate Lover Mix von Your Superfoods genommen, um für meine Liebsten noch ein paar mehr Nährstoffe in das Rezept zu schleusen. Und zwar ist daneben Kakao außerdem noch Karob drin, dann Kokosraspeln, Chiasamen und Blokuma. Und das ist auch allgemein so eine Mischung gegen Heißhunger und die ist halt super reich an Antioxidantien, Omega-3-Fettsäuren und Mikronährstoffen. Optional könnt ihr dann noch Schokoraspeln dazugeben und dann kommen halt die Mandeln dazu. Dann kommt einmal der Deckel auf die Dose und ihr könnt alles schön durchschütteln. Zwischendurch könnt ihr das Ganze nochmal so ein bisschen auseinanderfummeln und dann nochmal schütteln, sodass halt alle Mandeln bedeckt sind. Und dann könnt ihr diese auch schon nebeneinander auf einem Teller abkühlen lassen. Für die zweite Variation braucht ihr wieder Schokolade. Ich habe hier einmal Johannisbeerschoki genommen. Da könnt ihr auch zum Beispiel Schokoladen mischen. Und in die Box kam diesmal passend dazu der Forever Beautiful Mix. Da sind einmal Chiasamen drin, Acai, Maki, Acerola, Maca und Blaubeerenpulver. Also ihr seht, es wird hier richtig schön fruchtig. Und es gibt nochmal eine extra Portion Vitamin C dazu und auch wieder viele Antioxidantien. Für die pinke Farbe könnt ihr optional noch ein paar gefriergetrocknete Himbeeren hinzugeben. Und das Ganze wird dann wieder durchgeschüttelt und kann danach abkühlen. Ja, und zum Schluss habt ihr dann diese wunderbar leckeren Schokomandeln dabei raus. Und ihr könnt natürlich alternativ auch jede andere Nuss nehmen.
Weiter geht's mit dem Kräuter- und Gewürzöl. Ich finde das erstmal einen super schönen Hingucker in der Küche, aber vor allem ist es auch sehr praktisch für den Alltag, weil das Öl nimmt halt so die verschiedenen Geschmäcker von den verschiedenen Zutaten auf und dadurch ist es halt auch dann schon direkt sehr geschmacksintensiv. Hierfür nehmt ihr am besten Flaschen, da könnt ihr auch welche wiederverwenden. Ich würde da am besten welche nehmen, die halt wirklich gut festgehen und halt nicht auslaufen und die dann halt auch luftdicht sind, zum Beispiel auch mit einem Korken. Fangen mit den frischen Kräutern an. Rosmarin eignet sich hierfür zum Beispiel perfekt. Und nach dem Abwaschen müsst ihr diese wirklich gut trocken tupfen, damit sie halt nicht mehr nass sind. Da könnt ihr einfach jeweils so einen Stängel in eine Flasche geben und als nächstes kommt dann der Knoblauch. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Den könnt ihr einmal schälen und dann jeweils so eine Zehe in eine Flasche geben. Bei Bedarf natürlich auch mehr, wenn ihr jemanden eine besondere Freude machen wollt. Da könnt ihr auch Gewürze mit reingeben. Zum Beispiel ganze Pfefferkörner eignen sich sehr gut. Und wir hatten noch so selbstgetrocknete Kräuter da. Die eignen sich alternativ auch sehr gut oder natürlich auch zusätzlich. Frische Kräuter geben allgemein über die Zeit noch ein bisschen mehr Geschmack ab. Und dann für die, die es mögen, da könnt ihr noch Chilischoten mit reingeben. Ich finde, die sehen dann auch super toll in der Flasche aus, weil die halt diese rote Farbe haben. Außerdem könnt ihr zum Beispiel auch getrocknete Tomaten mit reingeben. Diese könnt ihr dann jeweils mit einem Öl auffüllen. Da könnt ihr verschiedene Speiseöle nehmen. Also einfach eins für eine Flasche auf jeden Fall. Und da könnt ihr natürlich auch gerne in so gute Bioöle investieren. Und dann verschließt ihr das Ganze einmal luftdicht und schon ist es fertig zum Verschenken. Pralinen sind, finde ich, immer eine sehr schöne Sache zum Verschenken. Allerdings kenne ich leider nicht allzu viele Marken, die auch vegane Pralinen machen. Deswegen denke ich mir, wie bei so vielen, ich mache sie einfach selber. Vor allem kann man da ja auch ganz genau bestimmen, was reinkommt und vor allem sie auch ganz individuell befüllen. Hier beginnt ihr wieder damit, eure Schoki zu schmelzen. Da könnt ihr auch welche mischen und vor allem auch aufbrauchen, also so in die nachhaltige Richtung gedacht. Und als kleines Extra gegen Stress und für ein starkes Immunsystem mit funktionellen Pilzen drin, habe ich den Magic Mushroom Mix hinzugegeben. Da ist einmal Kakao drin, dann Chaga, Ashwagandha, Reishi, Lukuma und auch Zimt. Das verfeinert die Schoki dann nochmal. Und als Förmchen könnt ihr einmal so eine Pralinenform nehmen oder alternativ auch einfach so Eiswürfelformen aus Silikon. Die könnt ihr dann einmal bis zur Hälfte befüllen und dann einmal kurz hin und her schütteln, damit halt keine Luftbläschen entstehen. Das Ganze lasst ihr dann einmal abkühlen. Das geht auch ein bisschen schneller, wenn ihr das einfach in den Kühlschrank stellt. Und dann könnt ihr diese halt ganz individuell befüllen. Zum Beispiel halt mit Nüssen oder auch kleingeschnittenem Trockenobst, Rosinen, Goji-Beeren. Oder auch Nussbutter, Kakaonips, Kokosraspeln, also ihr habt ja echt die freie Wahl. Und dann bedeckt ihr das Ganze einmal mit der restlichen Schoki und lasst das Ganze nochmal ganz abkühlen und auch hart werden. Und die Pralinen sollten sich dann einfach so aus der Form herausploppen lassen und dann könnt ihr sie auch schon verschenken und jemandem damit eine kleine leckere Freude machen. Ich habe da mal so ein kleines Experiment gewagt und zwar liebe ich ja so süßes Gummizeug, aber bei den meisten ist leider Gelatine drin oder das Ganze ist irgendwie mit Bienenwachs überzogen. Aber wie bei den meisten Dingen kann man da ganz einfach seine pflanzliche Alternative machen. Ich habe hierfür einmal Tee gekocht und das Ganze schön durchziehen lassen. Da hatte ich einmal Bratapfeltee und habe dann einen Teil davon in den Topf gegeben. Das Ganze habe ich dann einmal aufgekocht und zwar mit Kokosblütenzucker für die Süße und einem Schuss Zitronensaft. Dann kam Agar-Agar mit dazu als pflanzliche Alternative zur Gelatine. Das Ganze wird einmal kurz aufgekocht und kann dann auch schon in Förmchen gegossen werden und dann zum Abkühlen in den Kühlschrank wandern. Und für die zweite Variation, für die, die es mögen, mit grünem Tee. Dazu habe ich etwas pflanzliche Sahne gegeben, damit diese halt auch schön leicht cremig werden. Dann kommt wieder Kokosblütenzucker mit hinzu als Alternative zu raffiniertem Zucker. Und außerdem habe ich hier den Power Matcha Mix hinzugegeben. Da ist nämlich einmal Matcha drin, Maca, Moringa, Weizengras und auch Gerstengras. Und das ist halt so eine ordentliche Powermischung für mehr Produktivität und Konzentration und halt mit vielen grünen Nährstoffen. Da kommt wieder Agar-Agar mit dazu und auch Zitronensaft. Und zum Schluss könnt ihr halt die einfach so aus den Förmchen rausploppen wieder. Die veganen Gummibärchen oder auch Herzen in diesem Fall könnt ihr dann einmal im Kühlschrank aufbewahren und die auch relativ schnell aufbrauchen, weil da halt keine Konservierungsstoffe drin sind. Aber ich glaube, das ist wie bei den meisten Ideen aus diesem Video gar nicht so schwer, die Sachen schnell aufzuessen. Bevor es jetzt an die nachhaltigen Verpackungsideen geht, habt ihr gesehen, dass ich in das ein oder andere Rezept immer noch ein paar extra Nährstoffe mit dazugegeben habe. Und zwar von den Mixen von Your Superfoods. Da gilt auch wie immer mein Code super-franziska15 für 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Und das ist halt wirklich genauso einfach, wie ich es jetzt halt bei den Rezepten gemacht habe, auch in meinem Alltag. Also ich gebe halt super gerne hier und da aber einfach so einen Teelöffel von den Mixen mit in ein Rezept mit rein, um meinem Körper halt was Gutes zu tun. Dort gibt es übrigens auch schon fertige Proteinmixe, die auch super lecker sind. Vor allem finde
finde ich es halt auch super praktisch, dass halt alle Sorten schon fertige Mixe sind. So muss man sich die einzelnen Zutaten halt nicht extra kaufen und vor allem nicht einzeln aufbewahren. Allgemein sind auch alle Mixe vegan, bio, glutenfrei, sojafrei und ohne irgendwelche Zusatzstoffe oder Süßungsmittel. Und vor allem ist der Versand auch immer super schnell, finde ich. Deswegen, falls ihr irgendwie noch ein anderes Lass-mit-Geschenk sucht und euch oder euren Liebsten jetzt zu Weihnachten oder gerade zum neuen Jahr was Gutes tun wollt, dann könnt ihr da gerne nochmal im Shop herumstöbern. Und vor allem, auch wenn ihr den Mixer aufgebraucht habt, könnt ihr die Dosen auch einfach behalten und die dann einmal auswischen und die dann auch als Verpackung benutzen für ein Geschenk, sei es jetzt zu Weihnachten oder auch zu einem anderen Anlass. Ich hatte euch ja schon gezeigt, dass ihr zum Beispiel Gläser und auch Flaschen wiederverwenden könnt, anstatt diese halt ins Altglas zu geben und dann neue unbenutzte zu kaufen. Da könnt ihr das Etikett ganz einfach abmachen, indem ihr das Ganze einmal in einem heißen Wasserbad liegen lasst mit etwas Spüli und dann könnt ihr das Ganze danach einfach noch auswaschen. Zum Dekorieren verwende ich auch super gerne einfach so aufbewahrtes Papier. Da könnt ihr dann so Stücke draufschneiden und über die Deckel legen. Das Ganze könnt ihr dann einmal mit wiederverwendeter Schnur befestigen und ich würde da einfach immer so Brauchbares von Geschenken aufbewahren, wenn ihr diese halt geschenkt bekommt, um das Ganze dann wieder zu verwenden. Anstatt dann irgendwie Sticker oder sowas zu verwenden, könnt ihr das Ganze auch einfach bemalen und vor allem auch beschriften, sodass man halt auch weiß, was drin ist und was einen erwartet, wenn es jetzt um essbare Sachen geht. Als Alternative zu so klassischem Geschenkpapier, was meistens halt noch zusätzlich in Plastik verpackt ist, könnt ihr zum Beispiel auch recyceltes Papier nehmen, was ich auch immer sehr schlicht und naturell schön finde. Oder ihr nehmt zum Beispiel auch so Kartons, die übrig geblieben sind von irgendwelchen Paketen oder auch von Schuhen. Was ich auch immer richtig cool finde, ist, dass man zum Beispiel ein Geschenk als Geschenkverpackung nimmt. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Schal oder auch ein Küchentuch verschenkt, dann kann man das einfach verwenden, um zum Beispiel was anderes einzupacken, wie jetzt eine Tasse zum Beispiel. Und als Alternative zu Namenkärtchen könnt ihr natürlich erstmal den Namen einfach auf das Paket schreiben oder wenn ihr was beschriften wollt, könnte man zum Beispiel auch so Blumensamenpapiere nehmen. Die kann man danach nämlich einfach einpflanzen. Ich finde, das ist auch irgendwie sowas ganz Besonderes, was vielleicht manche noch gar nicht kennen. In der Infobox findet ihr wie immer die Rezepte. Ich hoffe, da waren jetzt ein paar rettende Ideen vielleicht noch für euch mit dabei. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dieses Jahr so verschenkt. Vielleicht ist da für den einen oder anderen nochmal eine kleine Inspiration mit dabei. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!